guten Morgen, meine Lieben. Es ist 0 Uhr. Wir düsen jetzt los nach Bremen. Erstmal nach Hermsdorf tanken. Ich hatte zwar meinen Kollegen gesagt, er soll bitte mal tanken. In Diersheim 100 Liter mal reinlassen, aber irgendwie hat er das wohl verpennt. Ich muss jetzt schauen, dass ich jetzt schön gemütlich nach Hermsdorf komme, dass ich mit dem Diesel noch reich. Nicht, dass ich unterwegs stehen bleibe. Also meine Freunde, dann zwickt man jetzt mal hier auf und fahren in die Nacht. Start in die Nacht. Hermsdorf, Bremen, abladen, laden, Feierabend. So der Plan. Also meine Guten, auf wie geht's. So Freunde, jetzt geht's los. Ach, erstmal wieder alles einstellen. Warum ist der nicht tanken gefahren, der Kollege? Ich hab's ihm extra gesagt. Mann. Ich versteh's nicht. Naja, egal. Egal, ich kann es auch nicht ändern. Also jetzt düsen wir erstmal los. Nach Hermsdorf tanken. Unterwegs finden wir ja nirgends eine Shell-Tankstelle. Das ist ja das Elend. Er ist ja an einer vorbeigefahren. Mann. Ich versteh's nicht, wenn ich's ihm nicht noch gesagt hätte. So. So, schnell noch einen Auflieger runterlassen. Warum habe ich mich eigentlich angeschnallt? Jetzt geht's los, meine Freunde. Ab die Post. Ab die Post. So, meine Guten, ich habe einen Plan. Ich werde jetzt auf den Autohof Berg fahren und 50 Liter tanken. Das ist eine Shell-Tankstelle, da kann ich tanken. Und mit 50 Litern müsste ich dann auf jeden Fall bis Hermsdorf kommen. Dürfte es eigentlich keine Probleme geben. Aber jetzt habe ich noch für 60 Kilometer Diesel drin und das ist mir einfach zu wenig. Das ist mir zu riskant. Bin ich richtig froh, dass ich jetzt hier auf die Idee kam, doch über die Autobahn zu fahren. Und unterwegs kam mir die Eingebung, da komme ich ja berg vorbei. Am Autohof. Naja. Manchmal hat man eben doch den rettenden Gedanken, ne? Ja, da krache ich jetzt 50 Liter rein und dann knalle ich in Hermsdorf den Tank wieder voll. Ich habe mich übrigens kundig gemacht. Einen zweiten Tank anbauen ist sehr kompliziert und schweineteuer, weil der normalerweise eigentlich gleich bei der Herstellung montiert wird und da müssen Haufen Leitungen und Elektrik und Zeug verlegt werden und das ist einfach zu teuer. Da lieber soll ich halt öfter mal tanken fahren. Ja, solange ich an Betriebstankstellen vorbeikomme, ist das ja auch alles kein Thema. So, Freunde.
Dann wollen wir mal tanken. Wenigstens so viel, dass wir bis Hermsdorf kommen. Da ist er doch schon. Da wären wir doch schon. Jetzt muss ich gucken, wo wir rein müssen. Hier müssen wir rein. Nee, nächste müssen wir rein. Ach. Das ist hier, weil hier drei Einfahrten hintereinander sind, ne? So, Freunde. Dann wollen wir mal. Das war falsch. Wusste ich's doch. Ach, Mann. Hier muss ich rein. Ach. Sowas aber auch. So, wo haben wir eine Anzeige? Ich brauche nämlich eine Tanksäule mit Anzeige. Ist die hier mit Anzeige? Ja. Sehr gut. Hier ist nämlich immer eine Seite mit Anzeige und eine Seite ohne Anzeige. So, meine Guten. Ah. Jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Dass wir wenigstens noch bis Hermsdorf kommen. So, Freunde. Jetzt geht's erst mal Hermsdorf raus tanken. Ordentlich vollkrachen den Tank bis zum Stehkragen. Und dann kommen wir locker nach Bremen und wieder runter. Wenn wir dann wissen, was wir dann morgen machen, dann überlegen wir uns, ob wir runter zu tanken oder falls wir wieder nach Bremen fahren, dann erst hoch zu tanken. Wenn wir in Schmölln wieder laden, dann fahren wir ja bis Hermsdorf dann wieder zurück von Schmölln und tun dann in Hermsdorf gleich wieder tanken. Wenn wir nicht in Schmölln wieder laden, sondern irgendwo anders, dann tanken wir natürlich runter zu in Hermsdorf, ist ja klar. Das ist ja klar.
So, mal gucken, ob an der Tankstelle jemand steht. Könnte durchaus sein. Der hat mich durchgelassen, das ist ja nett. Obwohl er Vorfahrt hatte. Nein, steht keiner an der Tankstelle, das ist gut. Das ist schon mal gut. So, Leute. Dann wollen wir mal. So, mal gucken. Wollen wir durchfahren? Hier hätten wir können. Naja. Hier ist alles zu. Ach, fahren wir außen rum. Fahren wir außen rum, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Das Elflein leuchtet gar nicht. So. Rein hier. Schön sachte machen. So, Freunde, jetzt wird erstmal getankt. Bis dann. So, meine Guten. Jetzt machen wir wieder los. Nochmal 3 Stunden fahren, dann machen wir eine 3/4 Stunde Pause und dann fahren wir den Rest. So, jetzt fahren wir vorne durch. Neben der Tankstelle rum. Hier fahren wir jetzt durch. In der Reparaturspur. Für alle, die jetzt fragen, wieso ich nicht gleich an der Tankstelle links abgebogen bin, von der Tankstelle raus dürfen wir nicht gleich links abbiegen. Da ist dieser Zwangspfeil, dass wir erst rechts rum müssen, weil da die Kurve einfach zu knapp ist. Aber wenn du in der Reparaturspur lang fährst, in der Wartungsspur, dann kannst du links abbiegen, weil da die Kurve größer ist. Das ist der ganze Grund, warum wir an der Tankstelle rechts abbiegen und dann noch einmal die Runde fahren. So, jetzt haben wir den Tank schön voll. Haben wir keine Sorgen mehr. Kaffee habe ich mir auch noch mal nachgeholt. Meine Thermoskanne voll gemacht.
da kommen wir bis Bremen hin und in Bremen können wir uns selber Wäldchen kochen. So, meine Guten. Dann wollen wir mal weiterfahren. Ist ja auch langsam schon hell geworden. Ach, ich habe mich noch mal ein bisschen hingelegt. Das war nötig. Ich war richtig echt knülle. Ich musste jetzt erstmal noch ein Stündchen schlafen. Naja, uns hetzt ja heute nichts. Wir laden ja bloß ab, laden Leergut und dann ist ja Feierabend. Von daher ist das ja wurscht. So, dann wollen wir mal den Rest noch gar schrubben. Mal gucken, wie es auf der Autobahn aussieht, auf der A2. Lassen wir uns mal überraschen. Unser Päuschen haben wir jetzt hier schon auf der A14 gemacht. Ist immer noch ganz schön kalt, 5 Grad draußen, aber es soll wärmer werden heute, haben sie gesagt. Nee, das war einfach nötig, dass ich mal noch ein Stündchen geschlafen habe. Das war mir einfach zu früh heute Nacht. Zu Nacht heute früh. Ja. Nee, ich glaube auch nicht, dass da jemand was sagt. Also von schönem Wetter sind wir weit entfernt, würde ich mal sagen. Aber sehr weit entfernt. Guckt euch mal die Suppe an. Da oben steht's dran, Nebel. Als ob wir das nicht sehen. Müssen wir erstmal hier an dem vorbei. Mal ein bisschen Dampf machen. Guck, der hat auch so einen wie ich, so einen Euro-Trailer. Stand nämlich hinten dran, lange LKW. So, und heute Nacht, wenn wir runterfahren, fahren wir hier Wadenbüttel runter und waschen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. So, meine Guten. Da ist doch schon das Bremer Kreuz. Haben wir dann noch 10 Kilometer vor uns. Dann haben wir es geschafft erstmal. Dann müssen wir noch rüber ins Werk abladen. Leergut laden. Dann fahren wir wieder zurück ins Gewerbegebiet, wenn kein Parkplatz auf dem Parkplatz frei ist. Was ich ja befürchte. Na Hähnchenprinz, lass mal eins rüberwachsen. Ja, dann fahren wir wieder rüber ins Gewerbegebiet und dann ist Feierabend. Ich denke mal so spätestens um 1 haben wir Feierabend. Und
Und wenn es später wird, wird es halt später. Bis um 3 Jahre haben wir Zeit. Aber ich spekuliere ja mal drauf, dass wir um 1 fertig sind, dass wir dann schön 11 Stunden Pause drauf kriegen. Und dann fahren wir nämlich heute Nacht, Mitternacht wieder los. Mittagsnacht fahren wir wieder los. Scheiß Nachtgefahr, aber es ist nun mal nicht zu ändern bei solchen Touren. So, und dann gucken wir mal, dann werden sie uns ja Nachmittag irgendwann mitteilen, was wir dann morgen noch machen nach dem Abladen. Da spekuliere ich jetzt mal noch gar nicht drüber. Das bringt nichts. Das ist nur Spekulation. Habt ihr gesehen, wie die Krähe hier gerade rumgehüpft ist? Das sieht immer aus, wenn die hüpfen. Wie wenn sie einen Arm auf den Rücken gebunden haben. So, Hemelingen ist unsere Abfahrt. Ich muss dann bloß mal nach einer Maske angeln, die liegt da drüben. Aber ich krieg noch eine rote Ampel, da kann ich nach der Maske angeln. Ich krieg noch 2 rote Ampeln. 2 rote Ampeln. Da ist doch wohl wieder was passiert. Oh, da ist was auf der Weser passiert. Die fahren mit dem Boot. Die haben das Boot hinten dran. Da ist was auf der Weser passiert. So, Freunde. Mal schnell angeln. Ach, da haben wir sie doch schon. Sonst meckern sie beim Wachschutz wieder. Habe ich nicht gesagt, an der nächsten roten Ampel kann ich sie mir holen. Passierschein bereithalten. Da ist auf der Weser was passiert, wenn sie mit dem Boot fahren. So, da vorne dreht sich doch schon der Mercedes-Stern. Nach der Brücke fahren wir dann gleich links rüber. Franz Gourmet, die bringen das Essen. Essen auf Rädern. So. Den lassen wir hier vorbei. Den lassen wir hier vorbei.
Hat doch geklappt. Ist schön an mir vorbeigekommen. Hier ist ständig irgendwas mit Blaulicht. Hier kannst du darauf warten, dass irgendwo Blaulicht kommt. So, Freunde, wir sind eh dann gleich da. Ich melde mich bei euch wieder, wenn ich fertig bin, wenn wir rüberfahren zum, weißt schon, Gewerbegebiet. Also, bis später. So, meine Guten, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist es kurz vor 12. Sind wir kurz nach 12 drüben im Gewerbegebiet. Da können wir uns, haben wir uns unsere Pause verdient. Können wir schön 11 Stunden Pause machen. Bis Mitternacht wieder. Dann machen wir Mitternacht wieder los. Und dann gucken wir mal, was dann morgen noch geht. So, jetzt werfen wir mal einen Blick, ob hier was frei ist, und wenn nicht, fahren wir die Runde rum und gucken, ob woanders was frei ist. Aber es könnte gut aussehen. Nee, das ist zu knapp, da kommen wir nicht rein. Oh, warum steht denn der mitten in der Mitte wieder dort? Mann! Leute, mal ein bisschen mitdenken, hä? Ist doch nicht zu viel verlangt. Mitten hinstellen sie sich mit der Zugmaschine. Also von den LKW-Fahrern erwarte ich ein kleines bisschen mehr Denken. Hier stellen wir uns her. Da haben wir nämlich das Tor. Als Puffer. Mal gucken, ob es klappt. Von der Länge her. Müsste aber klappen. Müsste klappen. So, meine Guten, jetzt stehen wir hier in Bremen, in der Hansa-Linie, machen Feierabend. Morgen früh um 0 Uhr fahren wir wieder los, fahren in Braunschweig in der Waschanlage, die machen ja auch Nachtschicht, lassen das Auto mal waschen. Es ist dringend notwendig, dass es mal gewaschen wird. Überall Dreck dran. Und dann gucken wir mal, ich stehe gut. Hier hinten habe ich noch Platz, hier habe ich sogar Mülleimer. Na? Und dann lassen wir mal alles schön putzen. Und dann gucken wir, wie es morgen weitergeht. Also ich wünsche euch eine stau- und kinderfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, ein gutes Nächtle und bis heute Nacht 0 Uhr. Tschüss!